Wir sind hier! Ja! In diesem Moment. Ganz egal, woher wir kamen, wohin unser Weg noch geht. Schlagersängerin Jasmin, 34, möchte nach 8 Jahren auf Mallorca nun auch in Deutschland Karriere machen. Darum ist sie stets auf Achse. Gatte Marco, 48, unterstützt sie gern, wenn er Zeit hat. Denn als Hotelier und Restaurantbesitzer ist er beruflich stark eingespannt. Hündchen Tommy ist immer mit von der Partie. Bei Patchwork-Familie Czarda-Döbel aus Radebeul liegt Land in der Luft. Mama Claudia, 28, hat sich ihren Traum vom eigenen Hof verwirklicht und ist mit Tieren, Kindern und Haushalt voll und ganz ausgelastet. Trotzdem fällt ihr schon mal die Decke auf den Kopf. Viel Abwechslung kann ihr Freund Christian, 31, leider auch nicht bieten, denn er ist ohne Arbeit und Führerschein. Claudias Tochter Saskia, 8, geht zur Schule. Ashley, 4, ist das gemeinsame Kind. Sie geht in den Kindergarten. Diese diversen Vier- und Zweibeiner sind alle hier zu Hause und gehören ebenso fest zur Familie. Willkommen im Casa Gülpen. Das hier ist unser deutscher Wohnsitz, wo ich mit meinem Mann und meinem kleinen Hund wohne. Ich baue dir ein Schloss. Willkommen in meinem Herrschaftsbereich. Also, ich koche einmal am Tag frisch. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass mein Mann was Anständiges zu essen bekommt. Und außerdem geht es auf die Figur, wenn man jetzt jeden Tag Currywurst isst. Das hier ist mein Mädchenzimmer und gleichzeitig auch, wie man an meinem Mann sieht, Büroecke. Tag, Schatz. Na, hallo. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die mit mir auf Mallorca arbeiten, hängen hier und spornen mich an während meiner Arbeit. Ja, hier drin sind meine ganzen Klamotten, die ich in dieser Saison trage. Also das heißt, für die nächsten 3 Monate. Worauf ich im Moment Lust habe. Den Rest, den packe ich immer weg und sortiere das aus. Ja, das hier ist unser Schlafzimmer. Hier kann man auch wunderbar schlafen und träumen. Vielleicht gehen hier auch Träume in Erfüllung. Dieser Kleiderschrank hier ist nicht meiner. Das ist der Schrank von meinem Mann. Schnell zumachen. Wow. Tolle Küche. Schick, schick. Chicaria. In Chicaria. Ein riesen Fernsehen. Wir haben die Hälfte davon. Chicaria. Ja, eine große Couch haben wir auch. Chick, chick. Genauso wie unser. In Chicaria. Also einen riesen Schrank haben wir nicht, aber kleine, offene. Dresscode erwünscht? Kein Plan, was es ist. Auf jeden Fall zieh es nicht an, das weiß ich. Ja, so eine Schuhe habe ich nicht zu Hause. Da breche ich mir ja die Füße. Oh mein Gott, okay. Hallo, liebe Tauschfrau, und herzlich willkommen in deinem neuen, aufregenden Leben hier. Ja, sieht hübsch aus. Da ich Schlagersängerin bin, sollst du mich am kommenden Freitag natürlich würdevoll vertreten. Du wirst deinen ersten eigenen Auftritt haben. Oh mein Gott. Du musst aber keine Angst haben. Mein Mann und auch Freunde von mir werden dich begleiten und unterstützen. Na, ich glaube nicht, dass ich das mache. Um natürlich auftreten zu können, erwartet dich ein Tag im Tonstudio, wo du deinen eigenen Song aufnehmen wirst. Auch da wirst du nicht alleine dastehen. Es wird bestimmt interessant und ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Ich kann ja noch nicht mal singen, also von daher, nee, lass mal sein. Hallo. Ich bin der Marco. Claudia. Hallo Claudia. Das ist Selina, das ist die beste Freundin von Jasmin. Hallo. Um Gottes Willen, ne? So ein Gesicht tätowiert, das sieht man jeden Tag, das ist schon ziemlich krass so. Na, erstmal wegen der Videobotschaft
von deiner Frau? Die kenne ich ja nicht, da kann ich ja nichts so sagen. Ja, dass ich im Studio so, wegen, also Tonstudio. Ja, schaffst du. Nee, schaffe ich nicht. Ach, Jig, du bist doch ein extrovertierter Typ. Guck mal hier, voll tätowiert und alles. Ja, und das du zahlst dich doch offenbar gerne. Das ja, das ist nicht richtig, tätowieren. Das ist richtig. Also, wenn ich gerne Zeit, dann geht er gerne auf eine Bühne, oder? Nee, kann sich mal richtig zeigen. Nee. Boah, wenigstens mal probieren. Ne? Ja. Man kann es ja wenigstens mal ausprobieren. Wenn es dann immer noch nicht geht, kannst du immer noch sagen, ich möchte das nicht. Du machst das schon. Ich hoffe, dass dir hier ein bisschen gefällt, dass du mir eine vernünftige Zeit verbringen. Aber ich habe da sehe ich gar kein Problem. Ich merke das so, das passt schon. Und ja. Dass du auch ein bisschen Spaß hast. Kriegen wir irgendwie hin. Na klar. Um Nachwuchssängerin Claudia die Angst vor der Bühne zu nehmen, greift Marco auf die Hilfe eines echten Profis zurück. Ach, hallo. Der Marco. Jawohl. Mit neuer Frau, ja? Ja, wie eine neue Schuss. Hallo Jürgen, Claudia. Grüß dich. Hallo. Der erste Eindruck, wenn ich Jasmin mit Claudia vergleiche, der ist natürlich, da ist das kleine Mäuschen in der Ecke und da ist eine wunderbare, hübsche Frau, die einfach Power auf der Bühne gibt. Das sind zwei völlig verschiedene Menschen. Du wirst auf jeden Fall sehen, dass es sehr viel Spaß machen wird, mal zu singen und vielleicht seine eigene CD aufzunehmen, glaube ich schon. Und ja, das wird hier deine Bühne sein quasi. Und ja, du stehst dann quasi hier oben und dann darfst du dein Publikum quasi unterhalten. Komm mal hoch. Nee. Komm her. Nein. Das wird cool sein. Das wird wirklich, komm mal her. Ja, das sagst du. Man muss doch alles im Leben mal ausprobieren. Ja, das ist richtig. Ja, aber jetzt ist ja noch keiner da. Jetzt kannst du ja mal mit hochkommen, oder? Ja, guckst du erst mal von oben an. Da könnten wir ja eigentlich schon mal so ein bisschen kurz anstimmen. Nein. Das ist Wahnsinn! Nein. Warum schickst du mich in die Hölle? Und jetzt du, Hölle! Nein. Nicht? Nein. Ist noch nicht so, nicht so. Aber warum bist denn du so anti dagegen? Ja, weil ich so... Ja, das ist einfach mal was Neues ausprobieren in deinem Leben. Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle! Today this could be the greatest day of our lives. Ich bin schon stolz, dass ich das also gemacht habe, ne? Also, dass ich mich ein bisschen getraut habe, ne? Ja. War nett, dich kennengelernt zu haben. Und ich wünsche dir dann viel Erfolg hier. Ja. In Jürgens Kölner Treff am Freitag. Okay, mach's gut, tschüss. Tschüss. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du das hinkriegst. Hä? Ist ganz kleines Studio, ganz familiär, brauchst du überhaupt keinen Kopf zu machen. Das kriegen wir geregelt. Ich bin ja auch bei dir und der Niklas ist ein ganz junger Kerl, ganz nett. Also ganz entspannt alles, kriegst du hin. Sorry, ist was später geworden. Düsseldorfer Grenzübergang war ein bisschen überlastet. So, kein weißt Thema, du, ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Prima. Hallo. Das ist die Claudia, das ist ich der Niklas. Niklas, hi. Das ist jetzt der Produzent, mit dem wir jetzt gleich mal den Test machen, ob du es hinkriegst. Ne? Mhm. Also ich werde es auf jeden Fall probieren, ne, mit dem Getröller hier und dann ist gut. Dann setz die Kopfhörer auf und wir legen los. Komm, jetzt gib Gas, Vollgas! So, dann einfach mitsingen, ne? Überall auf dem Planet. Ein bisschen mehr Druck noch in die Stimme, ein bisschen mehr Power. Du hast eine seichte, leichte, weiche Stimme, aber noch ein bisschen mehr Power, Schmackes da reingeben. Du musst halt gucken, das ist, muss halt so ein bisschen Hymnencharakter, muss halt so ein bisschen animieren. Ich lasse es mal noch mal durchlaufen, versuch dich mal da so ein bisschen reinzufinden. Wir sind hier! Ja! In diesem Moment, egal woher wir kamen, wohin unser Weg noch geht, wir sind zu Haus, wo Liebe lebt. Oh, 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 oh. Sensationell. Kannst rauskommen, bist erlöst. Ich bin total geplättet, hätte ich nicht gedacht. Ne? Richtig, richtig gut.
Macht Jasmin Konkurrenz? Nee, aber die ist mutiger als ich. Ich hätte den Mut gar nicht gehabt. Finde ich klasse. Super. Ich bin richtig von der Socke. Ich sorge jetzt dafür, dass aus dem Guten noch was viel Besseres wird. Ja? Ja. Wir drehen hier heute Frauentausch. Die Tauschmama Claudia ist heute da. Heute steht sie im Rampenlicht. Ich hoffe, ihr unterstützt das Ganze ein bisschen. Wo sie denn mich vorgestellt haben, also ja, schon ein bisschen Lampenfieber gehabt. Liebe Claudia, komm hoch zu uns! Für mich war das schon eine Überwindung gewesen, natürlich, da hochzugehen. Obwohl ja die anderen beiden, ne, da drauf standen und, ne, gesagt haben, jetzt kommt, ne, war's gut. Also, da fiel der Stein schon ein bisschen bei der Rolle. Steht, natürlich sieht man ja die Leute, ne? Also, und das ist, ja, und das war auch auf jeden Fall auch geil gewesen, ne? Das ist ein Anfeuern, ne? Lass ich drücken. Hey, war echt schön. Ich stelle deinem Freund einen schönen Gruß von mir, unbekannterweise. Ja, und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Ich habe noch was. Du hast was? Ja. Nee, ne? Ach, Quatsch, ehrlich. Boah, ich stehe jetzt hier so ganz doof, ey, mit dummen Ratschlägen. Mich schön bloßgestellt hier. Schön bloßgestellt. Alles ist gut. Oh, ist ja süß von dir. Hör mal, heute Abend mit Jasmin. Ja. Auf dich. Boah, ich bin ein Bauer, ne? Ich habe jetzt überhaupt nichts in der Hand. Dankeschön. Du, pass auf dich auf, ne? Klar. Und bleib so, ne? Hier. Diesen, denk dran, ne? Kriegst du hin, oder? Das mach ich schon. Ja, nimm das mit, ne? Ja. Super. Ich denke, dass Claudia auf jeden Fall was von ihr mitgenommen hat. Ich glaube, dass sie so ein paar Sachen so rückbeziehend wieder anwenden wird irgendwann mal in bestimmten Situationen, wo sie sich daran erinnert, dass sie also durchaus in der Lage ist, vor ganz vielen Menschen im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube nicht, dass sie das einfach so wegsteckt und vergisst.